Quickies. Kurz, knackig und zackig. Heute wird eine Straße gebaut. Aber nicht einfach so ein Pferdestall aufklebe, sondern richtig selbst gemacht. Und so ein kleiner Feldweg kommt auch noch mit dabei. Und das Ganze im Zeitraffer, denn sonst wär's ein Gähni. Und kein Quickie. Ei, gut, wie? Leg ich mal los, oder was? Komm mal, und ei. Heute gibt's den zweiten Teil vom Diorama-Bau. Werkzeuge sind ein Penis Plumbum, wie der Lateiner so sagen tut, also ein Blasstift und ein Bastelmesser. So, genug hessisch gebabbelt, machen wir Hochdeutsch weiter. Mit dem Bastelmesser, oder besser noch, mit einem Teppichmesser fährt man die Kontur des Straßenrandes entlang. Und nicht vergessen, das Styrodur braucht ein bisschen Druck, damit hier eine Kante entsteht. Jetzt noch schnell mit einer Papierschablone einen Feldweg einzeichnen. Und die Grenze für die befestigte Einfahrt festlegen. Jetzt noch die Flächen markieren, an denen das Kopfsteinpflaster durchkommen soll. Normalerweise mache ich das mit Bleistift, aber das erkennt man im Video nicht. Natürlich muss hier hinten auch eine Kante abgesetzt werden. So, und jetzt auch hier die Kanten absetzen. Wie gesagt, der Film läuft in 20-facher Geschwindigkeit. So, und jetzt kommt hier noch eine Ausbesserungsstelle hin. Als Schablone nehme ich irgendwas Rechteckiges in der passenden Größe. Und jetzt auch hier die Kanten absetzen. Wenn sich die Absetzungen an Ecken ein bisschen überschneiden, einfach ein wenig mit dem Finger platt drücken. Hier ist das Kopfsteinpflaster schon mit Bleistift geritzt worden. Jetzt geht's ans Auftupfen der ersten Farbschicht. Bei wasserlöslichen Farben bildet sich oft so ein Farbschlamm am Boden von dem Topf. Genau das Zeug brauchen wir und tupfen es auf. Der ganze Film läuft in 20-facher Geschwindigkeit. Man kann also in etwa abschätzen, wie lang der ganze Prozess dauert. Wenn man selbst gerade mit dem Pinsel in der Hand dabei ist, dann ist das wirklich sehr spannend. Aber für Zuschauer ist das etwa so spannend wie ein Wettbewerb im Bäume umstarren. Naja, durch dieses ganze Getupfe bekommt man wenigstens sowas wie eine asphaltähnliche Oberflächenstruktur. Zeitsprung, die Straße ist jetzt komplett grau, aber die Farbe ist immer noch feucht. Jetzt wird im Hellgrau ein bisschen Schwarz beigemischt, dann wird es ein bisschen dunkler. Das wird dann auf die graue Straße aufgetupft. Das helle und das dunkle Grau vermischen sich, das gibt dann sanftere Übergänge. In 1:1 sind ja auch wirklich nur ganz nagelneue Straßen nur einfarbig. Der Rest, der hat verschiedene Grautöne. Hier noch ein Hinweis, in Quickie 2 geht's um richtiges Beobachten. Der Link ist oben rechts in der Ecke und in der Videobeschreibung. Also Augen auf und nach Belieben Farben mischen. Denn die Realität ist meliert und nicht einfarbig. Und jetzt geht's an die Ausbesserungsstelle. Das ist frischer und relativ dunkler Asphalt. Wenn die Farbmischung dann doch zu dunkel war, dann kann man sie auch relativ leicht wieder aufhellen. Und lieber ein bisschen über die Kanten malen, als hinterher grüne Blitzer zu haben. Also nicht angemalte Stellen, das ist mit Blitzern gemeint.
So, das war der erste Einblick, wie ich meine Straßen gestalte. Wer den Film ungekürzt und in normaler Geschwindigkeit sehen will, soll in den Kommentaren das Wort Genie schreiben. Wer das nicht sehen will, sollte unbedingt in den Kommentaren kein Genie schreiben. Je nach Anzahl entscheide ich dann, ob ich das Genie hochlade oder eben nicht. Und ansonsten gilt Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen klicken, Videos angucken und die Videobeschreibung ansehen. So, und im nächsten Video mache ich die Straße dann fertig, aber so richtig.